Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich bin's, der Black, und ich bin immer noch hier, ein Jahr in der Zukunft. Und es ist eine düstere Zukunft. Die Bresche ist gewachsen und ja, unsere Freunde sind gefangen worden. Und irgendwie ist alles nicht so, wie es sein sollte. So, Frontoleder, Liebesknochen. Lassen wir alles mal. Ist das da? Nicht? Ja, stimmt, hier waren wir. Also einmal wieder zurück. Das ist vermutlich der zweite Weg, wo man sich heimlich eventuell hier hinten irgendwo hätte durchschleichen können. Aber, naja, gut, schleichen ist eh nie so meins gewesen. Einmal gucken. Ich denke mal, den Weg dahinter können wir dann sowieso noch gehen. Hier oben ist nichts, ne? Nö. Toll, hat sich voll gelohnt, hier hoch zu klettern. Einmal runter, Türe auf, weiter. Durch diesen langen, mächtigen, leeren Gang. Was ist hier passiert? Da hat jemand einen sehr fragwürdigen Geschmack. Ja. Bisschen was eingestürzt, was? Nun gut, hier gab es wohl ein paar Gefechte. Muss halt auch mal sein. So, gucken wir mal. Ah, hier kommen wir von der anderen Seite. Wir hätten... Toll, wir haben aber auch... Wir haben aber auch gar nicht viel Weg abgekürzt hier. Naja, ich sag mal so. Immerhin sind wir ganz vernünftig gelaufen. Habe ich beschlossen. Ich gehe mal hier rein. Hallo. Versuch den Verzauberer auszuschalten. Den da? Sie dürfen nicht die Treppe raufkommen! Hol dich der einfach! Ja, da kommt sie schon. Oh, okay. Der Verzauberer müsste ja schon weg sein. Mach mal Schilde oder sowas. Das war doof, aber. Ich wollte eigentlich nur hier. Müsste mir mal wirklich mal Palyrium-Tränke holen, damit das ein bisschen besser geht. Hopp. Damit ich mir auch mal ein Schild geben kann, wenn notwendig. So, fall um da. Ich könnte mir was zum Lesen mitnehmen. Gute Idee, ne? Ich lese ja auch sehr gerne. Vielleicht findet man ja was. So, okay, das haben wir. Einmal damit. Diese Scherbe da hinten. Da ist garantiert eine drin, weil bei den Magiern war bis jetzt immer eine rote Lyrium-Scherbe drin. Genau. Nehmen wir die glatt auch mit. Da oben haben wir noch was. Was hast du Feines für mich? Samit. Naja, immerhin die Rohstoffe kann ich so mitnehmen. Brauche ich nichts unnötig kaputt machen. Oder zumindest, zumindest wenn ich sie schon einmal habe. Das ist ja schon mal was Günstiges. So. Okay, das hätten wir. Ich laufe mal einmal hier durch. Nur mal so pauschal. Und hier hinten haben wir noch zwei Kistlein. Plündern. Na, wenn ich dran, nah genug dran bin jetzt. Ein mittelschwerer Jägerharnisch und ein feraldischer Turmschild. Weiß gar nicht, wie gut der ist. Wir können ja dann gleich mal gucken. Cassie hat ja den Schild, aber naja, wenn man sich verbessern kann, ne? So, überall hier liegen tote Leichen rum. Also, es ist nicht unbedingt die Zukunft, die man haben wollen oder wünschen sollte sich. Hier geht's nicht durch. Alles klar. Der Weg ist damit versperrt, also müssen wir, können wir genauso gut wieder zurück, weil wir hier verkehrt sind. Toll. Bin jetzt also im Kreis gelaufen, für nichts und wieder nichts. Hier oben geht's nicht weiter, ne? Nö. Und hier hinten kam ich nicht durch, okay. Ei verbipscht. Das heißt hier die Treppe runter. Lululo. Am unteren königlichen Flügel, na gut, hier haben wir immerhin... Nein, 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 nicht machen. Ich will erstmal gucken. Wie viel haben wir eigentlich? Wir sind alle voll. Na gut, dann sollte ich mir die Stelle vielleicht mal merken. Ja, so. Für den Fall, dass ich doch nochmal nachfüllen muss. Hehe. Okay, ach so, dahinter, da gibt es noch einen Weg. Das wird dann wohl der Thronsaal sein. Vermutlich. Zumindest sieht die Tür auch frei nach Thronsaal aus. Atem des Erbauers. Wo hat Alexius denn die aufgetrieben? Und wie hat er sie überhaupt hier reinbekommen? Können wir sie öffnen? Vielleicht, aber sie sieht ziemlich stabil aus. Wie verzweifelt und wahnsinnig ist er eigentlich? Wie auch immer, er muss etwas essen, also müssen seine Diener auch irgendwie hindurchkommen. Sehen wir uns um. Öffnen? Reicht das? Nö.
Es fehlen also noch wirklich diese Lyrium-Scherbe, um hier durchzukommen. Na, ganz toll. Ich sehe mich mal um. Schauen wir mal. Da hinten waren wir noch nicht drin. Und hier da hinten haben wir gedämpfte Flüstern, mächtige Magie, bla bla. Okay. Hier. Ich gehe mal dahinter den Weg. Mal schauen, ob wir da schon waren. Und dann erst nach links. Einverstanden? Erstmal rechts, dann links. Wir wollen ja so möglichst viel mitnehmen. Auch wenn wir schon ein volles Inventar haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem genug mitbekommen. Okay, ich glaube, die Tür brauchen wir jetzt nicht versuchen. Die ist ein bisschen zugestellt. Einmal hier, ja genau. Ich glaube, da waren wir schon. Vermutlich wird dieser blöde Typ... Ach nee, da liegt nicht tot rum. Hier war nämlich... Wir sind noch untote Typen. Die etwa. Hier. Versuchen wir sie zu überraschen. Zu spät. So, blockiert die Treppe! Den Magier hier weg. Der Magier, der stört mich. Wieso kommst du hier hoch? Bist du doof? Lalalala. Komm, halt um. Okay, hier hinten jetzt diesen blöden Magier. Ich schalte hier immer das Verkehrte. Manu. So, hopp, einmal auftanken. Mann! Ich sollte mich dran gewöhnen. Die F-Tasten sind eben nur für Switchen. Aber wenn man einmal umgeschaltet hat, haut man halt automatisch zwischendurch sozusagen. So, hopp, nochmal auftanken. Wo ist denn noch jemand? Da hinten. Ich hätte mal nicht erst hochrennen sollen, aber okay. Hopp. Bom. War's das? Nein, da ist noch einer. Dieser Magier lebt immer noch? Kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt ist er hin. Sieht nicht so aus, als hätte der Älteste große Lust, seine Anhänger zu retten. Ja, offensichtlich. Frau. Also hier die Scherbe. Nehmen wir eben die Scherben mit. Oh, Delirium-Scherbe. Lasst uns zur Haupthalle zurückkehren. Und hier ich hinten denke, ist irgendwo. Ich weiß jetzt, wie wir die Tür aufbekommen. Da. Ja, das ist gut. Dann kehren wir mal zur Haupthalle zurück. Sonst ist hier ja nichts. Da oben war auch nichts. Also hier entlang. Und anstatt zur Haupthalle dort die Tür öffnen zu wollen, gehe ich doch erstmal... Was? Ach so, das war ja das, was ich nicht plündern kann. Dann bin ich froh, dass da keine Scherbe dabei war. Das wäre ja eher ungünstig. Und das war, glaube ich, hier unten in der Ecke. Genau. Ich glaube, ich bin schon an der Ecke vorbei. Hier war da die Vorratskiste. Wunderbar. Das heißt, F1. Trank. 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 Alle wieder voll. Kiste füllen wir unsere Tränke auf. Und jetzt versuchen wir durch die Tür da zu kommen. Huch, hier entlang. Hoffen wir das Beste. Vertrauen wir. Naja. Wir hoffen das Beste und erwarten das Schlimmste wie immer. Und weil wir das Schlimmste erwarten, machen wir einen Spielstand und speichern kurzerhand mal. Öffnen. Lalalala. Tür ist offen. Seid ihr hier allein? Bringen wir es zu Ende? Wie konntet ihr das nur tun? Seht euch nur an, was ihr getan habt, Alexios. All dieses Leid. Und wofür? Für mein Land. Für meinen Sohn. Doch das ist jetzt bedeutungslos. Ich wusste, ihr würdet wieder auftauchen. Nicht, dass es jetzt sein würde. Doch ich wusste, ich hatte euch nicht vernichtet. Es war mein letzter Fehler. War's das wert? Alles, was ihr der Welt angetan habt? Was ihr euch selbst angetan habt? Aber das spielt nun keine Rolle mehr. Alles, was wir noch tun können, ist auf das Ende zu warten. Was meint ihr damit? Auf welches Ende? Welche Ironie, dass ihr bei all den Möglichkeiten ausgerechnet jetzt wieder auftaucht. Alles, wofür ich gekämpft habe. Alles, was ich verraten habe. Und was hat es mir gebracht? Verderben und Tod. Weiter nichts.
Der Älteste vernichtet uns. Mich, euch, uns alle. Felix! Das ist Felix. Beim Atem des Erbauers, Alexios, was habt ihr getan? Er wäre gestorben, Dorian. Ich habe ihn gerettet. Bitte, tut meinem Sohn nichts an. Ich mache alles, was ihr verlangt. Na. Ja, Liliana, lass mal los. Wie gesagt, er hat nichts damit zu tun. Lasst Felix gehen, Liliana. Er ist unschuldig. Niemand ist unschuldig. Das war nicht gut. Nein! Okay, wer zu viel will, kriegt zu wenig. Ja, klar, dass der jetzt böse ist, hätte er uns das Amulett gegeben, wäre vielleicht toll gewesen. Jetzt ist gerade ein bisschen weiß. Oh. Ich mach mal hier ein bisschen Feuer. Boah, diese Al... Wo ist er denn? Da hinten. So viel zu... So, so viel zur Inquisition. Was hat er gesagt? Er ist auf einmal so leise gewesen. Schrei mal lauter, wenn du mit mir redest. Ich höre dich doch nicht. Wie gesagt. Und hepp. Es gibt keine Hoffnung auf einen Sieg. Der und Älteste wird uns beide vernichten. Naja, ich versuche ja. Doch. Ich denke, das klappt schon. Da muss ich nur Mühe geben. Oh ne. Wieso hat er hier einen Riss aufgemacht? Ist ja blöd. Okay, es gibt keine Hoffnung auf den Sieg. Ah, dann jetzt, genau, ich wollte gerade sagen, schluck doch mal alleine Tränke, Varric. Mann, hier ist aber auch was los. So. Hopp, zapp. Das ist hin. Wo ist der Riss? Da, Risse nicht schließen. So, Alexios wieder da. Okay. Toll. Immer teleportiert er sich dahin, wo er nicht hin soll. Komm. Kerl, ja. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und außerdem, wer wagt es hier, Risse zu erschaffen? So viel Mann. Zur mächtigen Inquisition. Ja, so viel zur mächtigen Inquisition. Du leidest dir gerade ein bisschen. Und da sagst du, wir wären nicht mächtig. Du bist ein Vollhorst. So, gut, dass ich das Ding da nicht gezündet habe. Weil er ist jetzt da unten. Toll, so weit komme ich nicht ran. Eure Bemühungen sind sinnlos! Diese Welt ist längst verloren! Okay, ich kümmere mich mal wieder um den Riss. Riss. Nicht besser Risse. Aua! Hört auf! Das war voll daneben. Na gut, okay, ein paar hat es getroffen. Diesen Schrecken hier, der ist schrecklich. Den müssen wir vielleicht mal fertig machen. Ja, okay. So, Risse nicht schließen. Meine Fresse. Ich glaube, der hat ja wohl den Riss, der Typ hier. Einmal Feuer drauf. Aber lang hat das ja nicht mehr. Alexios. So viel zur mächtigen Inquisition. Cassie, schluck mal was. Geh weg, hau jemand anders. Hau jemand anders. Das war's. Na Gott sei Dank. Er wollte sterben, nicht wahr? All die Lügen, die er sich selbst erzählt hat. Die Rechtfertigungen. Er hat Felix schon vor langer Zeit verloren. Und hat es nicht einmal bemerkt. Oh, Alexios. Tja. Ihr habt ihn wirklich gemocht, oder? Er war einst ein Mann, der mir als Maßstab für alle anderen diente. Traurig, nicht wahr? Das ist dasselbe Amulett, das er verwendet hat. Und ich denke, es ist auch jenes, das wir in Minrathis erschaffen haben. Das zumindest ist beruhigend. Gebt mir eine Stunde, um den Zauber, den er gewirkt hat, zu verstehen. Dann sollte ich in der Lage sein, den Riss wieder zu öffnen.
Eine Stunde? Das ist unmöglich. Ihr müsst sofort hier weg. Scheiße. Der Älteste. Ihr müsst euch beeilen, das hier ist übel. Wir halten die Tür. Wenn sie durchbrechen, seid ihr dran, Nachtigall. Nein, ich lasse nicht zu, dass ihr Selbstmord begeht. Seht uns an. Wir sind bereits tot. Wir überleben nur, wenn dieser Tag niemals kommt. Wirkt den Zauber. Ihr habt so viel Zeit, wie ich Pfeile habe. Meine Fresse. Na, dann machen wir mal hin, Dorian. Ob schon die Finsternis naht, wird die Flamme mich schützen. Andraste, leite mich. Möge mich der Erbauer an seiner Seite willkommen heißen. Oh Mann. Rührt euch nicht vom Fleck, oder wir werden alle sterben! Na dann schnell nach Hause. Da müsst ihr euch schon etwas Besseres einfallen lassen. Hallo, ergib euch besser, bitte. Gebt jeglichen Anspruch auf Radcliffe auf und wir lassen euch am Leben. Ihr habt gewonnen. Es gibt keinen Grund, diese Farce weiter in die Länge zu ziehen. Felix? Mach dir keine Sorgen, Vater. Aber du wirst sterben. Wir alle sterben irgendwann. Meine Güte. Nun, ich für meinen Teil bin froh, dass es vorbei ist. Ich auch. Oder auch nicht. Großverzauberin, wir würden uns mit euch gerne über euren Missbrauch unserer Gastfreundschaft unterhalten. Eure Majestäten. Als wir den Magiern Zuflucht gewährt haben, gaben wir ihnen nicht das Recht, unsere Untertanen aus ihren Häusern zu vertreiben. König Alistair, Königin Anora, ich versichere euch, wir hatten nie die Absicht. Angesichts eurer Taten reichen gute Absichten allein nicht länger aus. Ihr und eure Anhänger seid hier nicht länger erwünscht. Verlasst Ferelden, oder wir werden euch dazu zwingen. Aber unter uns sind Hunderte, die Schutz benötigen. Wohin sollen wir gehen? Nun ja. Die Inquisition wäre womöglich bereit, die Magier aufzunehmen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Übereinkunft? Sie sind hoffentlich besser als die von Alexios. Die Inquisition ist doch besser, oder? Ich weiß, ihr seid ein Magier, aber denkt daran, wie sich diese Rebellen verhalten haben. Sie müssen in die Pflicht genommen werden. Ich habe schon jede Menge Magier kennengelernt. Sie können loyale Freunde sein, wenn man sie lässt. Freunde, die falsche Entscheidungen treffen, aber dennoch sind sie loyal. Uns bleibt offensichtlich keine andere Wahl, als das anzunehmen, was auch immer ihr uns anbietet. Nein, gefangene Magier, nee, wenn, ja, genau, ein umfassendes Bündnis ist auf jeden Fall besser. Zumal ich selber ein Magier bin, wäre ja blöd, wenn ich mal dann die anderen gefangen nehme. Es wäre uns eine Ehre, euch als Verbündete an der Seite der Inquisition zu wissen. Darüber reden wir noch, später. Dann hoffe ich, dass sich der Rest der Inquisition ebenfalls an euer Versprechen hält. Die Bresche ist eine Gefahr für ganz Sedas. Wir können es uns nicht leisten, jetzt uneins zu sein.
Ohne euch können wir den Kampf gegen sie nicht aufnehmen. Wenn wir Hoffnung auf Erfolg haben wollen, brauchen wir eure volle Unterstützung. Das ist ein großzügiges Angebot. Und ich bezweifle, dass wir euch ein besseres machen werden. Alistair ist alt geworden. Wir akzeptieren. Es wäre verrückt, wenn wir es nicht täten. Ich werde meine Leute versammeln und dafür sorgen, dass sie für die Reise nach Haven bereit sind. Wir werden die Bresche schließen. Ihr werdet es nicht bereuen, uns diese Chance gegeben zu haben. Na, das hoffe ich doch ganz stark. Ja, die Magier sind jetzt auf unserer Seite. Alistair, wie gesagt, den kenne ich aus Dragon Age Origins, also aus dem ersten Teil. Hat sich doch ein bisschen verändert. Hat eine dickere Nase bekommen, sozusagen. Aber ansonsten, naja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.